Hallo zusammen, das ist ein Video zur Vorbereitung auf den digitalen Test DAF am 6. August. Wir besprechen das Hörverstehen Aufgabentyp 4. Das ist der Aufgabentyp, wo wir Aussagen Personen zuordnen. Wir haben auch eine kurze Einleitung in diese Aufgabe. Lesen wir mal und wissen wir dann, was wir in diesem Aufgabentyp überhaupt machen müssen. Sie sehen eine Podiumsdiskussion zum Thema Blabla, Sie sehen das Video einmal. In der Prüfung sehen Sie das tatsächlich und heute werden wir das einfach hören. Zum Thema, ja, also hier haben Sie auch ein bestimmtes Thema. Das Thema heute ist der Studiengang Rhetorik. Klicken Sie an, zu wem die Aussagen von 1 bis 6 passen, also es gibt 6 Sätze und wir müssen bestimmen, zu wem diese Aussagen, diese Sätze passen. Für jede Aussage gibt es genau eine richtige Lösung. Nach dem Video haben Sie 45 Sekunden Zeit, um Ihre Antwort zu kontrollieren, also ganz wenig, 45 Sekunden. Und Sie haben jetzt 45 Sekunden Zeit, um die Aussagen zu lesen. Also nach dem Video, nach dem Audio, 45 Sekunden, es scheint nur so wenig zu sein, aber tatsächlich ist es genug, weil wir nur anklicken müssen. Wir müssen nichts schreiben, nichts eintippen. Das ist einfach alles klickabel und schnell realisierbar. Also, Sie verstehen ja, wie das geht. Dieses Video, das Sie in der Prüfung sehen, das hilft auf keinen Fall, aber es gibt bestimmte emotionale Beziehung, Verbindung zu den gehörten Informationen. Da sehen Sie die Sprecher, wie sie diskutieren, wie sie diese Themen emotional besprechen und ja, vielleicht ist es ein wenig einfacher, so eine Verbindung zwischen den gehörten Informationen und den Reaktionen der Personen auf diese Informationen zu sehen. Aber inhaltliche Hilfe bekommen Sie in diesem Video kaum. Also, die Aufgaben hier, wie gesagt, es gibt 6 Sätze und es gibt auch die Spalten. Hier haben wir Herr Fischer, Frau Türk, beide Personen oder keine Person. Und dann lesen wir zusammen, bevor Sie das Audio hören, können wir zusammen noch diese Aussagen lesen, kurz analysieren und dann werden Sie das Audio zu diesem Thema hören. Nummer 1. Die Universität Tübingen ist der einzige Anbieter des Studiengangs Rhetorik in Deutschland. Es gibt eine Universität, der einzige Anbieter, es gibt keine anderen Unis, die den Studiengang Rhetorik in Deutschland anbieten. Alles klar, wer sagt das? Semiotik ist ein theoretisches Fach bei der Rhetorik, also Semiotik ist ein Fach und das Fach sollte theoretisch sein. Wer hat das gesagt? Rhetorikstudenten sollten noch viele alte Bücher lesen. Wessen Aussage ist das? Die antike Rhetorik ist auch elementar wichtig für neue kommunikative Forschungsbereiche. So, antike Rhetorik spielt auch eine Rolle für neue kommunikative Forschungsgebiete, Forschungsbereiche, also Forschungsrichtungen. Die rhetorischen Fertigkeiten umfassen sowohl mündlichen als auch schriftlichen Ausdruck. Fertigkeiten, also Skills, Kompetenzen, umfassen, also haben, sowohl mündlichen als auch schriftlichen Ausdruck. Also rhetorischen Fertigkeiten spielen eine Rolle für mündliche und schriftliche Kommunikation. In den Praxisseminaren ist Bücherlesen die Hauptaufgabe der Studierenden. Es gibt auch Praxisseminare und Bücherlesen ist da die Hauptaufgabe. Wer hat das gesagt, müssen Sie dann bestimmen. Hören Sie nun den Text. Markieren Sie die passende Antwort. Rhetorik kann man in Deutschland nur an der Universität Tübingen studieren. In unserer heutigen Sendung haben wir zwei Gäste dieser Fachrichtung eingeladen. Herrn Professor Fischer und Frau Türk, eine Studentin. Sie werden uns die Studiengestaltung und Berufsaussichten des Fachs vorstellen. Frau Türk, wie sind Sie auf die Idee gekommen, dass Rhetorik mit Ihrer zukünftigen Karriere zu tun haben könnte? Vor 2 Jahren, also nachdem ich mein Abitur in der Tasche hatte, wusste ich gar nicht, was ich studieren sollte. Deshalb machte ich ein Praktikum in der Presseabteilung einer Firma. Dort habe ich den Pressesprecher der Firma, Herrn Martin Becker, kennengelernt. Durch ihn habe ich erfahren, wie wichtig rhetorische Fähigkeiten sind. Anschließend habe ich mich um einen Studienplatz an der Universität Tübingen beworben und wurde aufgenommen.
Und entsprechen die Lehrveranstaltungen Ihren Vorstellungen? Ja, im Prinzip sollen wir Studenten erlernen, wie man als guter Redner andere Leute überzeugt. Das hört sich so praktisch an. Allerdings werden auch viele Theorien vermittelt, von der Semiotik über die Argumentationsanalyse bis hin zur Gesprächspsychologie. Diese Fächer sind mit Gewissheit abstrakt und trocken, besonders die antike Rhetorik. In dieser harten Anfangsphase des Studiums habe ich sogar bezweifelt, ob ich die richtige Fachrichtung gewählt hatte. Aber als ich die ganzen Klausuren geschafft habe, gewann ich mehr Selbstvertrauen. Ja, das Durchhaltevermögen wirkt gut gegen Uniangst. Professor Fischer, warum gibt es so viele theoretische Kurse bei der Rhetorik? Insgesamt gesehen zielt das Studium der allgemeinen Rhetorik auf eine praxisnahe Ausbildung der Studenten sowohl hinsichtlich der theoretischen als auch der praktischen Kenntnisse ab. Da sich die Menschen schon seit 2500 Jahren mit der Rhetorik beschäftigen, zählt Geschichte und Theorie der Rhetorik auch zu den wichtigsten Themen des Studiums. Beispielsweise muss man das Lehrbuch von Aristoteles über Rhetorik heute noch lesen. Klassische Bücher stehen immer noch auf der Literaturliste dieses Studiengangs. Die weiteren zwei Schwerpunkte liegen in der Textinterpretation und angewandten Rhetorik. Welche wichtigen Kompetenzen können die Studenten durch das Studium der Theorien erwerben? Beschäftigung mit Geschichte und Theorie der Rhetorik ist Voraussetzung für fundierte Praxis und eine wissenschaftliche Auseinandersetzung damit. Die antike Rhetorik ist auch mit zahlreichen neueren Forschungsgebieten wie Text- und Argumentationstheorie, Semiotik, Psychologie und Medienwissenschaft verbunden. Studenten entwickeln dabei die Fähigkeit, Kommunikationsaufgaben zu bewältigen, beispielsweise Redesituationen zu beschreiben oder literarische Texte zu interpretieren, ja sogar Formen und Modelle moderner medialer Kommunikation zu untersuchen. Eine weitere Besonderheit dieser Disziplin besteht in den sogenannten Praxisseminaren, also einer Form von szenischen Übungen. Frau Türk, haben Sie solche Seminare schon belegt? Ja, dort lernen wir, wie man sich wirkungsvoll und angemessen ausdrückt. Die Inhalte sind vielfältig und interdisziplinär. Nicht nur freies Reden oder Verfassen literarischer Texte wird vorgestellt, sondern auch die Konzeption und die umgesetzte Wiedergabe von Radioreportagen bzw. von Fernsehfilmen. Und dazu werden Lernaufgaben gestellt. Das heißt, man hat sehr häufig mit den Medien zu tun. Das stimmt. Viele berufsnahe Erlebnisse werden auf dem Campus simuliert. Kooperationen mit dem Universitätsradio und dem Universitätstheater geben uns die Möglichkeit, das Gelernte in einem realen Medienbetrieb auszuprobieren. Für mich ist die Theaterbühne besonders hilfreich, da ich dort die Möglichkeit habe, meine sprachlichen, gestischen und mimischen Ausdrucksfähigkeiten durch Theaterspiele zu erweitern. Haben Sie sich Ihre Berufsaussichten schon überlegt? Die Berufsbereiche für Rhetoriker sind doch vielseitig. Absolventen können als Journalist, Publizist oder Unternehmensberater erwerbstätig sein. Ich habe großes Interesse an Medienwissenschaften, deshalb habe ich noch zusätzlich zwei Nebenfächer belegt: Gesprächspsychologie und Linguistik. Nach dem Bachelorabschluss möchte ich weiterhin noch einen Masterstudiengang in Rhetorik absolvieren. Ich wünsche Ihnen viele Chancen beim Wettbewerb auf dem Arbeitsmarkt. Liebe Gäste, vielen Dank für das Gespräch. Überprüfen Sie jetzt Ihre Lösung. Okay, Sie haben das Audio gehört und jetzt müssen Sie innerhalb von 45 Sekunden bestimmen, wer das gesagt hat. Machen Sie das und dann können Sie die Lösungen in meinem Telegram-Kanal finden, den Link können Sie auch in der Videobeschreibung unten auch finden. Und wenn Sie noch nicht abonniert haben, dann machen Sie das. So, da poste ich täglich wichtige Informationen für den papierbasierten und auch für den digitalen TestDaF, grammatische Informationen, auch Redemittel für die Grafikbeschreibungen und für die Stellungnahmen zum schriftlichen und zum mündlichen Ausdruck. Also dieser Kanal ist auch eine wichtige Quelle für Ihre Vorbereitung auf den TestDaF. Machen Sie das und ansonsten sind wir für heute fertig. Ich erwarte Sie in meinem Telegram-Kanal, wie gesagt, und dann sehen wir uns in den nächsten Videos. Bis nächstes Mal. Tschüss.